Guten Morgen Deutschland, der Hammer! Vorgestern wurde offiziell von der größten Gesundheitsorganisation der Welt, der WHO, offiziell bestätigt, dass der Konsum von Wurst aus Fleisch dasselbe qualitative krebserregende Potenzial hat wie das Tabakrauchen. Sie werden beide als definitives Gruppe 1 Karzinogen deklariert. Der Verzehr von unverarbeiteten rohem Fleisch wird ebenfalls als Karzinogen eingestuft und zwar in der Gruppe 2a als wahrscheinlich krebserregend. Damit ist nun endgültig eine neue Ära auf dieser Erde angebrochen. Und wer die Strukturen bei der WHO kennt, der wird wissen, dass die Gesundheitsorganisation selber von Fleischessern geleitet wird. Und entsprechend diese offizielle Verlautbarung ist jetzt ein massiver Schritt für die WHO selber. Und natürlich ist, wenn man die Masse an Studien und Untersuchungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte in Bezug zu Fleisch betrachtet, dies im Endeffekt nur die logische Konsequenz. Aber es gibt ja auch immer wieder Studien, die nachweislich durch die Fleischindustrie finanziert wurden und daher den Fokus auf singuläre Aspekte so gelegt haben, dass Fleisch es immer wieder in der Vergangenheit geschafft hat, irgendwie als gesund durchzugehen. Aber nun ist die Katze aus dem Sack und ja, jeglicher Versuch, die Wahrheit in irgendeiner Weise zu verdrängen, gehört der Vergangenheit an. Natürlich wird auf niederster Ebene, also in Foren oder generell Menschen, die direkt die Nachricht bei der Tagesschau oder bei GMX gelesen haben oder sonst wo, die nicht wirklich eine Ahnung haben und sich auch nicht informiert haben, ja, total konsterniert reagiert. Das muss man sich mal lesen. Das ist aber auch ganz normal. Jede Veränderung, die wird immer kritisch und ablehnend gegenübergestanden. Das ist bei mir wahrscheinlich ganz genauso. Aber ja, nachdem jetzt nun die größte Gesundheitsorganisation und damit der Taktgeber für das Gesundheitsempfinden der gesamten Welt nun in aller Deutlichkeit Fleisch als krebserregend deklariert hat, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der letzte Fleischesser einsieht, dass er nicht nur moralisch, sondern auch gesundheitlich einer Meinung der Vergangenheit angehört. Ich habe bereits vor einigen Monaten gesagt, Fleisch essen, das wird das neue Rauchen. Und ich hätte in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet, dass dies so schnell geht. Aber aufgrund der medialen Vernetzung, der unglaublichen Dynamik des Internets und dem gesunden und neutralen Forschergeist vieler Menschen stehen wir nun an einer Schwelle in eine neue Zeit. Wenn wir schon nicht aus moralischen Einsichten andere fühlende Lebewesen aufhören zu verfolgen, zu wertlosen Geschöpfen zu degradieren und zu essen, so machen wir dies nun aus egoistischen Motiven, um unsere Gesundheit zu steigern. Ist das verwerflich? Ehrlich gesagt ist mir das total egal. Dieser Schritt bedeutet Hoffnung für Millionen von Tieren und gibt den Menschen, die ihr Leben dem Tierschutz und der Aufklärung gewidmet haben, eine tiefe Befriedigung und eine wohlverdiente tiefe Befriedigung. Denn dass zum Beispiel Krebs nur eine Folgeerscheinung ist und keine willkürlich auftretende Krankheit, das ist schon seit 20 bis 30 Jahren bekannt. Siehe dazu auch mein Video, was ich in den Infokarten oben verlinkt habe. Aber das Problem ist natürlich, dass die Menschen das nicht wahrhaben wollen. Dieses selber schuld sein. Da wird gestrampelt, gefuchtelt und sich emotional hineingesteigert, dass man ja so viel Pech im Leben hatte. Und selbst jetzt, wo die Fakten auf dem Tisch liegen, da gibt es nicht wenige, die diese Fakten einfach herunterspielen und ja, nicht ernst nehmen. Kommentare wie, ja, ist ja sowieso alles krebserregend, man kann ja heute gar nichts mehr essen, oder da hat die vegane Industrie ja wieder die Finger im Spiel, oder die WHO will sich doch bloß in die Schlagzeilen schieben und so weiter. Anstatt sich einfach den Tatsachen zu stellen, wer solche Dinge verfasst, Fleisch ist krebserregend. Und warum ist Fleisch krebserregend? Weil es nicht unserer Natur entspricht, Massen an Fleisch zu konsumieren. Wenn man sich unsere Anatomie anschaut, da bleibt da überhaupt keine Fragen offen, dass wir grundsätzlich zu den Pflanzenfressern oder Pflanzenessern gehören. Auch wenn wir natürlich Fleisch verarbeiten können, das steht ja ohne Frage. Der massive Fleischverzehr ist lediglich eine kulturelle Erscheinung. Für die, die sich immer noch nicht damit beschäftigt haben, mal ein paar Merkmale.
Anatomischerseits. Die Mundöffnung ist bei Pflanzenfressern klein und bei Fleischfressern weit, teilweise bis zum Kiefergelenk. Die Zähne schneiden und mahlen bei Pflanzenfressern, wie bei uns. Die von Fleischfressern, die reißen und halten fest. Die Kieferbewegungen von Pflanzenfressern sind vertikal und horizontal. Bei Fleischfressern lediglich vertikal. Wir, die Pflanzenfresser, schlucken. Fleischfresser, was machen die? Die schlingen. Unsere Zunge ist muskulös, kräftig, rau. Die der Fleischesser ist dünn. Wir als Fleischfresser produzieren viel Speichel. Die Fleischesser in Relation dazu wenig. Während der pH-Wert des Speichels bei uns Pflanzenfressern alkalisch ist, ist er bei Fleischfressern sauer. Der verzweifelte Versuch, das Verhältnis von Dünndarm und Dickdarm als organisches Merkmal eines Fleischfressers ins Feld zu führen, ist auch nur nach Milton der Abstammung des Menschen aus einem insektenverzehrenden Primaten geschuldet. Was dann auch erklärt, warum wir Fleisch überhaupt verarbeiten können. Aber wir sind noch nicht zu Ende. Die Speichelenzyme, die sind bei Pflanzenessern Amylase und Thyalin. Und Fleischfresser, die haben gar keine. Auch die Magensäuresekretion ist bei Pflanzenessern im Gegensatz zu den Fleischessern viel weniger stark ausgeprägt. Der Darm eines Pflanzenfressers hat wie der des Menschen Zotten und ist nicht glatt wie bei den Fleischessern. Ebenso besitzen die Dickdarmmuskeln der Pflanzenfresser Tänien, die der Fleischfresser eben nicht und sind glatt. Diese Reihe ließ sich bestimmt noch fortführen beliebig. Da ist noch der Abbau von Zellulose, das Auflösen von Knochen. Da gibt es doch viel. Ich will euch nicht, also das könnt ihr alles auch irgendwo nachlesen. Aber es ist im Endeffekt kein Wunder, dass wir durch den Krebs entartet werden, wenn wir uns nicht artgemäß und natürlich ernähren. Das gilt im Übrigen auch nicht nur für die Ernährung, sondern auch generell für das gesamte Leben, unsere Lebensweise. Da gibt es noch so viele Fronten, woran wir arbeiten können und warum wir auch in Zukunft uns den Krebs stellen werden müssen. Absoluter Grundbaustein für ein artgerechtes Leben ist nun mal meiner Ansicht nach ein respektvoller Umgang mit der Natur und auch die Demut vor dem Leben. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind ein Teil des Universums und wenn wir uns nicht als Teil von diesen respektvoll integrieren, werden wir einfach ausgerottet und bis dahin wird sich zeigen, ob wir wirklich intelligent sind. Genug sind, um uns selber als Teil des Ganzen zu sehen und nicht als König der Welt, als Spitze der Nahrungskette. Und mit dem Schritt, dass wir nun über kurz oder lang auf den Fleischkonsum komplett verzichten werden, weil mittlerweile nun genau wie beim Tabakrauchen wissenschaftlich belegt ist, dass wir dadurch Krebs bekommen, machen wir einen großen Schritt. Weiterhin, die Mission Vegan 5 Playlist ist auch hier oben zu finden, ist nun endlich da. Rawberry Vegan hat versagt, ich musste sie leider rausnehmen und dadurch hat das nächste Level etwas auf sich warten lassen und sich verzögert. Wir sind aber nun auf Level 10 angekommen, dafür verantwortlich ist Hans Roth und sein Kanal, den ich hier auch verlinkt habe. Schaut euch das Rezept an und auch seinen Kanal. Hans Roth, der eigentlich Max Green heißt, hat sich auch die Bewusstheit auf die Fahnen geschrieben und sein Kanal ist sicher da auch mal einen Klick wert. Das Rezept, was er kreiert hat, das sind Rösti mit Gurkenbeilage. Ich wünsche euch weiterhin eine angenehme und bewusste Woche. Nehmt die Momente des Tages bewusst in euch auf, hinterfragt euch und lasst das Leben nicht an euch vorbeiziehen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.